Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir vloggen heute wieder, ihr habt euch das gewünscht und wir machen das. Ich bin heute nach Oldenburg gefahren in meine Heimat, hole jetzt hier meine Freundin ab und wir haben die nächsten Tage richtig spannende Projekte vor uns und ich nehme euch mit auf unsere Reise nach Köln und was wir da so vorhaben. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Wir haben jetzt alles eingepackt und ihr seht es, wir haben richtig viel Krams dabei. Auch viele Dinge, die Marlene nicht mehr so braucht, wie ein Spielbogen und so weiter. Also alles Requisite, ihr seht es, auch unsere Puppe, unser Baby haben wir auch dabei. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir auf die Bahn. Los geht's! Wir sind jetzt da und finden keinen Parkplatz. Geradeaus? Ja, sieht gut aus. Geradeaus komme ich dann. So Leute, wir sind jetzt gerade angekommen in Köln. Es ist jetzt 10. Wir haben gerade eingecheckt, geparkt. War gar nicht so einfach, in diesem Mini-Parkhaus hier einen passenden Parkplatz zu finden. Aber haben wir geschafft, auch ohne eine Beule am Auto. Und jetzt würde ich sagen, checken wir mal das Zimmer ab. Los geht's. Und here we are. So. Das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, hier können wir auf jeden Fall die nächsten Tage zusammen verbringen. Aber wir werden sowieso nicht so viel auf diesem Zimmer sein, weil wir viel unterwegs sein werden. Wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück und jetzt gehen wir zum Auto und holen unseren ganzen Kram und gucken mal, ob wir alles schon beisammen haben. Ihr hört es, hier wird schon fleißig aufgeräumt. Und da müssen wir gucken, ob wir noch ein paar Sachen besorgen müssen. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal unseren Drehplan durch, was ich dann am Freitag alles so zeige. Wir kommen jetzt gerade von der Drogerie und haben jetzt einiges gekauft noch. Ich werde das jetzt hier nochmal alles auf dem Bett ausbreiten und euch nochmal zeigen, was wir jetzt noch zusätzlich brauchen für morgen. Und ja, ich würde sagen, dann bestellen wir uns was zu essen, kuscheln uns ins Bett und gehen früh schlafen, damit wir morgen schön fit sind. So ihr Lieben, jetzt haben wir alles eingekauft. Heute ist auch schon Drehtag. Ich muss mich schnell vorbereiten. Meine Haare sind noch nass, das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte euch aber noch zeigen, was wir noch ergänzt haben an Equipment. Ich würde sagen, wir fangen einmal direkt an. Und zwar beim Thema Beikost. Dinge, die praktisch sind. Lätzchen zum Beispiel. Ärmellätzchen habe ich geliebt. Ne? Wenn Marlene mal schön mit dem Brei und Beikost rumgemanscht hat. Dann Dinge, die man vielleicht nicht so braucht. Es gibt ja spezielle Nahrungsmittel, die man kaufen kann für die Beikost, die man vielleicht nicht zwingend braucht. Wie zum Beispiel Beikostöl oder Babywasser. Nochmal so zum Thema Kinderwagen. Wie kann man sich gut sichtbar machen auf der Straße, im Straßenverkehr hier mit Reflektoren und Lichterkette? Wisst ihr ja, dass ich die liebe. Habe ich vorhin euch ja schon gezeigt. Immer um den Kinderwagen machen. Das haben meine Kinder geliebt. Da konnten sie mich einfach gut sehen und ich war auch im Straßenverkehr gut sichtbar. Deswegen Lichterkette ist ja sowas, was ich liebe, aber das wisst ihr ja. Dann nochmal zum Thema Babypflege. Was gibt es da für Dinge? Welche braucht man nicht? Bürste brauchte ich. Kamm? Weiß ich nicht. Wofür braucht man Kamm? Also meine Kinder brauchten keinen Kamm. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob es bei euren Kindern anders ist oder was ihr vielleicht gebraucht habt zum Thema Babypflege. Dann auch Pflegeprodukte, die vielleicht auch überflüssig sind. Gerade so Dinge, die parfümiert sind oder nicht pH-hautneutral sind. Dass man da wirklich drauf achtet, dass man etwas kauft, was ja auch für die Babyhaut günstig ist. Dann haben wir hier noch verschiedene Beikostgläschen. Ich möchte den guten Herrn ja verschiedene Brei- und Beikostsorten probieren lassen. Und er muss erraten quasi, welcher Brei jetzt hier aus dem Gläschen kommt. Also haben wir uns da auch nochmal breit aufgestellt. Und ich würde sagen, wir packen jetzt alles zusammen und machen uns auf den Weg. Denn wir müssen uns beeilen und ich muss meine Haare noch föhnen. Ja, Leute, was soll ich sagen? So sieht es aus, wenn man kurz vorm Dreh Magen-Darm bekommt. Also ich hatte vorgestern schon so ein bisschen Magengrummeln und mein Mann rief gestern an und sagte, ja, unser Großer hat Magen-Darm, dem geht es gar nicht gut. Er musste ihn vom Fußballcamp abholen und ich dachte nur so, oh nee, bitte nicht. Auf jeden Fall war die Nacht gar nicht gut bei uns hier. Mal gucken. Ich hoffe, es wird jetzt noch ein bisschen besser bis zum Dreh. Wenn nicht, weiß ich nicht, ob wir das so überhaupt hinkriegen. Ja, müssen wir mal schauen. Also drückt mir die Daumen, dass es besser wird. So, hast du jetzt alles? Ja. Mit den Socken hier brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch mein Handy nicht. Lauf, 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 lauf. Dreh erfolgreich absolviert. Ich bin so K.O. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich bin richtig müde, aber auch total froh. Es hat alles richtig gut geklappt. Es war genau 0,0 Zeit, euch irgendwas zu zeigen. Wir kamen dorthin und es ging quasi direkt los. Die Bälle lagen schon da und dann ging es direkt los mit dem Baby-Crash-Kurs für werdende Eltern oder für die Begleitperson. Und wir haben mit Geburtsvorbereitungen gestartet. Das ist auf jeden Fall sehr amüsant. Pierre hat den Rücken massiert, das Händchen gehalten,
zwischendurch mit Wärme geholfen, ein bisschen Druck auf dem Kreuzbein ausgeübt. Wir haben verschiedene Geburtspositionen zusammen durchgeturnt und so haben wir uns dann weitergehangelt. Es ging noch um das Thema Wickeln. Wie wickelt man? Was für Unterschiede gibt es eigentlich? So bei Windeln, dann ging es ein bisschen um das Thema Wunderpo. Was kann ich denn da so machen? Es war auf jeden Fall sehr amüsant zu sehen. Bei der Heilwolle, da hat er natürlich noch nie gesehen, was soll das sein? Was soll ich damit machen? Er musste auch ein Babybrei-Tasting machen. Alles, was man dem Baby gibt, sollte man ja auch selber mal probiert haben. Also hat er sich da auch durchprobiert. Aber wir haben das hinbekommen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Ergebnis findet. Ich werde euch zeitig Bescheid geben, wenn dann die Sendung ausgestrahlt wird.